Tja, Dezember ist natürlich genau die richtige Zeit, mal einen kleinen Rückblick zu starten. Und zwar in dem Fall natürlich auf erfolgreiche Produkte 2023. Aber eigentlich schauen wir hier ein bisschen weiter zurück, nämlich, ich glaube, die letzten 50 Jahre für Ihre Audiodateien. Dateien gab es damals nicht, das waren Musikkassetten und LPs. Und genau dafür haben wir jetzt die besten Geräte, wie man diese in die Neuzeit retten kann, also digitalisieren kann. MCs und auch LPs bzw. Schallplatten. Und beginnen tun wir mit Musikkassetten. Ja. Und da hast du wirklich etwas, was aussieht klassisch wie ein 70er-Jahre-Kassettenrekorder. Aber der hat wesentlich mehr drauf. Ja, es ist wirklich klasse hier. Also das Gefühl allein, sowas wieder in der Hand zu halten. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir den hier vorstellen dürfen. Ein ganz fantastisches Gerät, ist übrigens vom HiFi-Test auch mit 4 von 5 Sternen bewertet worden. Und damit können wir jetzt wieder, damit geht's los, diese alten Kassetten hören. Haben Sie vielleicht auch noch bei sich rumliegen? Ich weiß, wir hatten früher Winnetou, wir hatten Huibu, wir hatten Old Shatterhand, wir hatten all diese Hörspiele auf Kassette. Hast du auch Hörspiele auf Kassette gehört? Ja, natürlich. Auch gerade Karl May gab es viele Hörspiele, ja, auf Schallplatte und auf Kassette. Aber wenn ich jetzt dann eine Generation weiter denke, meine Kinder, ja, ja, und auch jetzt meine Enkel, Hörspielkassetten. Ich weiß, bei Diana waren es Märchen. Märchen, ja, ja. Bei uns war es Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, was es noch alles gab. Ja, 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 ja. Und das sind, man hat die vielleicht noch irgendwo rumliegen und möchte die mal wieder hören, aber es gibt überhaupt kein Abspielgerät dafür. Das hier ist erstmal ein hervorragendes Kassettenabspielgerät. Und das ist richtig mechanisch. Wenn Sie da drauf drücken, kriegen Sie auch dieses Gefühl wieder zu. Ich weiß gar nicht, was wir hier jetzt haben. Ja, hört sich auf jeden Fall nach 70er-Sound an. Ist das nicht klasse? Und natürlich mobil, natürlich mit Kopfhörerausgang können Sie ganz normal jetzt Ihre Kassetten unterwegs hören. Aber das Coole hier ist halt, ich mache das mal wieder Stopp hier. Ich habe es sogar, glaube ich, erkannt. Du hast es erkannt? Du musst nachher auf die Kassette schauen, ob ich meine Tom Astor erkannt habe. Gucken wir mal. Jo, du hast recht. Oh, Tom Astor, Kameraden der Straße. Mhm. Was wir hier alles im Fundus haben, ist ein Riesenspaß. Aber schauen Sie mal, was hier auch noch dran ist, ist ein USB-Steckplatz. Und da sind wir jetzt beim Thema dieser Sendung, digitalisieren. Jetzt kann ich nämlich, was ich hier auf Kassette habe, ganz einfach digitalisieren, indem ich hier einfach einen USB-Stick reinstecke. Dann drücke ich hier auf Play und Aufnahme. Und jetzt wird das, was hier abgespielt wird, in Echtzeit auf diesen kleinen MP3-Stick gespielt. Und ich nehme es auf. Damit kann ich meine Kassetten ins digitale Zeitalter bringen. Wir haben alle noch diese alten Kassetten. Ich mache mal wieder Stopp. Hör mal die Aufnahme auf. Und habe das jetzt hier im Prinzip mobil, kann ich überall hin mitnehmen. Vielleicht im Auto hören, vielleicht mal auf mein Handy überspielen. Damit kann ich dann diese alten Schätze, das ist ja wirklich, was das ist, alte Schätze eben in modernen Medien hören. Ist auch ein MP3-Spieler, Sie können auch direkt vom USB-Stick hier abspielen, hat ein Mikrofon drin, Sie können also auch mit dem Mikrofon aufnehmen. Was haben wir das früher geliebt, Ralf, ne? Mit dem Kassettenrekorder vor dem Radio und wenn ein Lied gespielt wurde, was man haben wollte, hat man auf Aufnahme gedrückt. Im Prinzip genau das gleiche Prinzip hier, aber eben jetzt im 21. Jahrhundert digital, dass wir das eben auch, ja, mobil dann mitnehmen können, mit ins Auto nehmen können, mit auf unser Handy nehmen können, ist einfach fantastisch. Und was wichtig ist, wenn Sie gerade an Kassetten denken, das ist ja ein Magnetband, was hier drin ist. Das heißt, die Töne, alles, was hier an Musik oder Sprache oder Hörspiel drauf ist, ist hier auf diesem kleinen Band drauf. Das ist ein Magnetband und das entmagnetisiert sich über die Zeit. Das heißt, je länger Sie diese Kassetten also nicht abspielen bzw. sichern, desto geringer wird natürlich auch die Qualität. Dann hört es knödelig an, vielleicht sind die Töne ganz weg. Digitalisieren Sie, solange Sie es noch können hier und bringen Sie Ihre Schätze hier, Tom Astor, Kameraden der Straße, ins 21. Jahrhundert. Diana, hast du noch alte Kassetten von dir? Ich glaube, ja, bei uns im Keller haben wir auch viele. Ich habe auch meine Stimme aufgenommen. Oh. Wir hatten auch solchen Player und ich würde das auch gerne jetzt einfach aufhören. Ja, aber natürlich habe ich keinen Player mehr.
mehr. Mhm. Aber mit diesem, das wird alles so möglich. Also das ist wirklich sehr, sehr gute Geschenke, die auch für mich, dass ich könnte auch so ein bisschen Erinnerungen haben. Ja, kann wahrscheinlich für meine Eltern auch. Du hast einen Sommergeburtstag, ne? Ja. Das ist wirklich cool. Ja, aber vielleicht hat man diese alten Märchenkassetten, diese alten Hörspiele, möchte die seinen Kindern, seinen Enkelkindern auch mal zur Verfügung stellen. Man hat ja so viel Spaß gehabt, da sind ja Erinnerungen dran. Allein wenn ich das Wort TKKG höre, habe ich sofort die Stimmen im Ohr von diesen Hörspielen. Weißt du eigentlich, dass Musikkassetten eigentlich eine Zufallserfindung waren? Aha. Ja, und zwar war das der erste Voice-Recorder, also so die Tiergeräte wurden aufgenommen. Aha. Ja, und dann hat man gesagt, irgendwann kam jemand auf die Idee, sag mal, da könnte. Ja, und daraufhin wurde das dann gemacht und hat natürlich eine Weltkarriere hingelegt. Aber zu Millionen liegen die wahrscheinlich noch bei Ihnen zu Hause, ob Hörspielkassetten oder selber aufgenommene Mixtapes, die ich übrigens keine mehr habe, weil ich habe sie immer verschenkt an die Herzensdame. Ja, ja. Man wollte sich vielleicht ein bisschen sind Sie eine Herzensdame machen. Oder haben noch ganz viele. Und das sind dann Erinnerungen vielleicht an die Jugendliebe. Mhm. Das ist auch wichtig, dass man so etwas eben digitalisiert. Hier haben wir die Bestellnummer, das ist die ZX1817 und die 569, der Preis gerade mal knapp über 40 Euro. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. In unserer Zeit, das ist unsere Jugend, Ihre vielleicht auch, wenn Sie in unserem Alter sind, gab es natürlich nicht nur Hörspielkassetten oder Musikkassetten, sondern auch Schallplatten. Ja. Und hier haben wir eine Kompaktanlage, die in der Lage ist, das Ganze abzuspielen. Richtig. Aber auch in der Lage ist, das Ganze zu digitalisieren. Ja, ich finde die sehr schick. Die hat eingebaute Lautsprecher hier. Das Gehäuse ist so in dieser Holzoptik und das macht einfach richtig Spaß. Mit dieser Anlage können Sie also wirklich normal Radio hören natürlich, Schallplatten abspielen. Sie können MP3s abspielen, Sie können Kassetten abspielen, Sie können Bluetooth abspielen. Hier ist also ein eingebauter Bluetooth-Empfänger drin und auch eine externe Quelle, vielleicht Ihren Fernseher anschließen. Ganz, ganz toll und das eben nicht nur für LPs, sondern auch für Singles. LPs, glauben Sie mir einfach, das macht er auch, aber Singles finde ich schon mal ganz interessant, dass dieses Mittelstück, Sie wissen das, Singles haben in der Mitte immer so ein großes Loch, dass dieser Adapter, mit dem man die abspielen kann, hier schon einfach mit drauf ist. Und die kann ich jetzt einfach hier rauflegen. Ich glaube, ich habe sie schon auf Phono eingestellt. Und jetzt können wir einfach mal den Arm nehmen und hier rüber. Ganz sanft wird er dann hier raufgelegt. Und jetzt hören wir schon das Knacken. Ist das nicht toll? Das macht einfach Spaß. Wir können hier so viele verschiedene Medien abspielen. Der Plattenspieler kann übrigens auch 78 Umdrehungen für die ganz, ganz alten Schallplatten. Hat auch einen Kopfhöreranschluss und einen Tonausgang, falls Sie den jetzt an eine größere Stereoanlage anschließen wollen. Es geht darum, dass wir hier eben wirklich alles abspielen können. Und wenn Sie vorne mal raufgucken, sehen Sie auch, da ist auch wieder so ein USB-Slot drin. Das heißt, auch hier kann ich ganz einfach hier meinen USB-Stick reinstecken und dann meine Schallplatten zum Beispiel digitalisieren. Meine Kassetten kann ich da digitalisieren. An der Seite haben wir noch ein Fach, wo ich Kassetten auch noch abspielen kann. Und das hier zu diesem unglaublichen Preis. Sagen wir mal, sieht, was heutzutage Plattenspieler kosten, reine Plattenspieler. Ja. Da ist dieser Preis unglaublich günstig, 59,99 €. Natürlich sind hier auch Boxen drin, das hören wir, aber wenn Sie richtigen Musikgenuss haben wollen, nutzen Sie den AUX-Ausgang, den Cinch-Ausgang und schließen Sie es an Ihre große Stereoanlage an. Und dann hat man eben auch bei dem Plattenspieler den komplette, Musikgenuss. Aber ich finde es toll in diesem Preisgefüge, dass wir hier wirklich sowas anbieten können. Ja, Preisgefüge. Ich würde sagen, der Klang, also die Lautsprecher sind völlig ausreichend. Fürs Kinderzimmer, fürs Badezimmer, für die Küche, für alles, für, sagen wir, mittlere Räume bis kleine Räume. Für große Räume würde ich es auch an eine Soundbar anschließen zum Beispiel oder eine richtige Stereoanlage. Aber der das Hauptaugenmerk ist halt hier, dass wir diese alten Medien abspielen können und auch digitalisieren können. Hier an der Seite sehen wir mal das Kassettenfach. Also ein ganz, ganz tolles Gerät, was auch wieder hier für unter 60 Euro zu haben ist. Wir sind hier im Best-of von letztem Jahr hier mit Digitalisieren und da eben besonders diese alte Musik. Hast du noch Schallplatten, Diana? Hast du noch Schallplatten? Du bist so. Ich guck mal, Becky tanzt schon da. Ja, hinter uns tanzt Becky durchs Studio. Ja, es macht einfach Spaß, Musik zu hören.
Jetzt habe ich gedacht, wir blenden mal um auf Rebecca, wie die mitschwingt hier. Aber das ist ja auch so ein richtig schöner alter Rock'n'Roll, ebenso im Stile der 70er, übrigens Utensilien für die nächste Sendung, die sie da schon richtet. Aber mit Musik, das sieht man auch hier, geht alles viel leichter. Und wenn ich bedenke, wie viele Schallplatten auch ich noch zu Hause habe und viele dieser Musikstücke, die hat man eigentlich schon fast vergessen. Hier hört man sie wieder mal an. Und man kann sie gleichzeitig digitalisieren. Ich finde es toll. Und selbst bei modernen Musikinterpreten ist es wieder aufgekommen, dass die wieder Schallplatten produzieren. Ja, ich habe gelesen irgendwo, dass sie inzwischen mehr Schallplatten verkaufen als CDs schon wieder. Weil klar, das ganz, ganz neue Medium ist Streaming. Aber das kann der natürlich auch, weil er Bluetooth kann. Aber wir können hier eben auch Schallplatten wieder mal hören. Ich habe einen Schallplattenspieler zu Hause und es macht so einen Spaß, über Flohmärkte zu gehen und sich alte Schallplatten noch mal zu kaufen, die man längst vergessen hat. So eine Schallplatte ist ja was ganz Besonderes. Man hat viele Erinnerungen dran. Und wenn wir uns dann mal so eine Schallplatte angucken, da sind ja ganz viele Lieder drauf. Heutzutage auf CD oder im Streamingdienst, dann spult man einfach vor, macht das nächste Lied. Hier hört man dann mal wieder so eine ganze Schallplatte. Und dann entdeckt man Lieder wieder, die man 20, 30 Jahre nicht gehört hat. Also es ist wirklich ein Riesenspaß. Und das können Sie jetzt digitalisieren und dann eben mit ins Auto nehmen, mit auf Ihr Handy spielen. Bluetooth kann man damit abspielen und das Ganze eben hier für so wenig Geld eine ganz fantastische Anlage. Also allein so alte Klassiker wieder anzuhören, ist ja den Preis schon wert, 59,99 €. Wenn Sie dann Muße haben, dann digitalisieren Sie mal Ihre Lieblingsplatten. Ob das jetzt hier so ein Oldie ist, oder hier in diesem Stil gab es auch noch Racy, kannst du dich an die erinnern? Oh, Racy, ja, ja, natürlich. Das war auch 70er Jahre, das sind so, boy, oh boy. Ich glaube, die hörst du gar nicht mehr im Radio oder so. Hier können Sie sie noch hören. Jetzt schauen wir mal auf den Preis von diesem Gerät auf Pearl.de. Da sehen wir, 79 € ist der Normalpreis. Ihr Preis hier und heute 59,99 €. Und nutzen Sie ruhig auch mal die Feiertage jetzt. Also ja, wenn Sie mal eine ruhige Minute haben und setzen sich hin, hören Sie die alten Schallplatten wieder. Die Bestellnummer ist die ZX1762 und die 569. Jetzt haben wir noch ein ganz ähnliches Gerät, aber hier gehen wir technisch noch mal zwei, drei Schritte weiter. Wir gehen noch mal ein paar Schritte weiter. Wir hatten zu Anfang Kassette. Jetzt bei dem hier hatten wir Kassette, wir hatten Schallplatte, wir hatten Radio und wir hatten natürlich MP3 hier auf unserem Memory Stick. Was fehlt? Natürlich die CD. Und ich gehe mal eben nach hinten. Das ist eine ähnliche Anlage, du hast es ganz richtig gesagt. Hier sehen wir sie schon. Die kann diese ganzen Sachen von der Anlage, die wir davor Ihnen gezeigt haben gerade, plus wir bekommen noch dazu hier eine tolle Fernbedienung, mit der das also auch ganz einfach dann vom Sofa aus zu steuern ist. Und hier vorne das CD-Fach. Also auch wieder eine ganz, ganz tolle Anlage. Ich zeige Ihnen auch hier mal den Schallplattenspieler, weil das ist natürlich das, was uns am meisten Spaß macht, wo wir also wirklich am meisten Erinnerungen haben können hier. Und dann eben auch diese Schallplatten digitalisieren können. Das ist das Tolle dran. Was haben wir hier? Oh, das ist eine ganz alte Platte hier. Aber Diana, ich glaube, du kennst das Lied. Wir haben es, glaube ich, schon mal gespielt. Was willst du mir sagen? Na, das ist wirklich Wahnsinn. Was haben wir hier alles? Plattenspieler, CD, Kassetten, Radio auch dabei. Ich kann sogar die Kopfhörer hier auch anschließen. Das ist auch sehr gut. Ich sehe auch kleine USB-Adapter. Radio übrigens hat sogar CD. DAB Plus dabei. Ach was. Das heißt, du hast ja auch das moderne digitale Radio mit so viel mehr Sendervielfalt. Ah, okay. Das Lied kenne ich. Das Lied kennen wir alle. Ich glaube, kennt jeder, ja. Die können Sie natürlich auch an eine große Stereoanlage bzw. eine Soundbar oder irgendwas anschließen, wenn Sie richtig große Räume beschallen wollen. Hier haben wir zwei eingebaute Lautsprecher wieder, die völlig ausreichend sind für ein Kinderzimmer, für eine Küche, für ein Esszimmer, würde ich mal sagen. Und das ist der Hit hier eben, für diesen Preis ein so umfangreiches Stereoanlage zu bekommen. Nochmal, wir hatten Kassette, wir hatten Schallplatte, wir hatten Radio und CD, dazu noch Bluetooth, MP3s. Im Radio haben wir DAB Plus dabei und natürlich eine Fernbedienung, mit der wir das alles ganz komfortabel steuern können. Musik macht einfach Spaß, Sie sehen das hier. Vorhin eben hat Rebecca mitgetanzt hier, Diana kann kaum an sich halten.
Ralf wirkt auch schon mit. Ja, ich bin gerade am Denken. Also das ist ja Modern Talking, ganz, ganz klar. Ja. Und die zweite Welle war 2002. Ja. Ja. Aber ja. Wann war die erste Welle? Anfang 90er oder war das? Ende 80er, Anfang 90er. Ich weiß gar nicht, von ja. Wann ist die Schallplatte hier? Können wir mal schauen. Also, 85. Wann? Wow, 85, so also alt. Mitte 80 war das, wow. Okay. Gut, schon wieder was dazugelernt. So verschwindet die Zeit, ja. Also ich wusste noch, das zweite dann, der zweite Frühling von Modern Talking war 2002. Ja. Ja, aber das hier, schön. Und vielleicht haben Sie auch noch so Schätzchen, das dürfte jetzt ein Sampler sein. Ja. Ich habe viele, viele wirklich Originalalben von gerade Elvis. Ich habe auch die Beatles und so richtige Klassiker. Und die höre ich immer mal wieder gerne an. Und dazu braucht man eben einen Plattenspieler. Übrigens, mein Plattenspieler, den ich zu Hause benutze, ist auch in der Sendung. Da kommen wir aber einen Schritt später dazu. Es sind Erinnerungen, die da hochkommen. Ne? Ich weiß noch, da ging ich zur Schule noch, glaube ich, oder war ich gerade raus. Das waren so die ersten großen Partys, wo man hingegangen ist. Da wurde dann so eine Musik gespielt. Kannst mal sehen, wie alt wir sind, Ralf. Für Diana ist es Retro und In. Ist ja auch wieder In, 80er-Jahre-Musik hier. Das sind Erinnerungen, das sind Gefühle, die wieder hochkommen. Das können Sie jetzt eben auch haben. Gerade wenn Sie keinen Schallplattenspieler haben, können Sie jetzt Ihre alten Schallplatten wieder hören und damit eben hier sich wieder in dieses Gefühl dieser Zeit zurückversetzen. Vielleicht haben Sie Ihren Partner zu der Zeit kennengelernt oder wollen Ihren Kindern mal zeigen, guck mal, so cool war ich mal, hab das hier gehört. Oder Sie kaufen sich neue Schallplatten. Also Musik kommt ja heutzutage auch wieder auf Schallplatten raus. Das ist was ganz Besonderes. Gerade in der jetzigen DJ-Generation, die legen ja alle mit Schallplatten nur noch auf. Das können Sie hier alles mit dieser Anlage machen und natürlich auch digitalisieren. Das heißt, das Medium hier ins 21. Jahrhundert bringen. Kassette ist auch dabei hier an der Seite. Ich muss immer hier mitwippen, weil das so ein witziges Lied war damals. Also ich finde es ja Wahnsinn, was hier alles möglich ist. Übrigens auch hier interne Lautsprecher. Aber wenn Sie eben noch eine Stereoanlage haben, wir haben auch einen Stereo-Cinch-Ausgang wieder hinten, dann kann man es über die gewohnte Tonqualität, über die große Anlage laufen lassen. Aber nochmal, Musikkassette, Schallplatte. Es sind zwei Radiogenerationen eingebaut, also UKW-Radio und auch DAB+. Wir haben Bluetooth-Fähigkeit, wir haben das Zwischenmedium, die CD. Und wir haben die Möglichkeit zu digitalisieren oder auch MP3s einfach abzuspielen über USB-Stick oder SD-Karte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber ich glaube, du hast alles. Da gibt es ja eigentlich außer dem Tonband, kannst du damit wirklich alles abspielen, was irgendwie mal Tonträger war. Also neue und alte Medien, das ist halt das Geheimnis, dass wir hier tatsächlich Sachen von früher und Sachen von jetzt, ganz aktuelle Sache. Sie haben Ihre Streaming-Dienste, die Sie hier über Bluetooth hören können. Sie haben DAB+, die neueste digitale Radiorevolution. Können Sie jetzt daran teilhaben, wo Sie viel, viel mehr Sender bekommen in kristallklarer, digitaler Qualität im Gegensatz zu UKW. Sie können Kassetten hören, Kassetten digitalisieren, ob das alte Mixtapes waren von Ihrer Liebsten für Ihre Liebste oder Kinderhörspiele. Es macht einfach Spaß. Und das Ganze für 128,24 €. Ich bin gerade wieder begeistert von Mike Oldfield hier. Pictures in the Dark. Mann. Das war meine Jugend. Die Bestellnummer sollte ich Ihnen noch sagen. Das ist die ZX3161 und die 569. Und eine dritte Stereoanlage haben wir jetzt noch für Sie. Und die ist auch komplett schon ausgestattet mit HiFi-Sound, mit externen Boxen. Da ist alles dabei. Also gerade wenn Sie keine HiFi-Anlage mehr haben, dann ist das mein ultimativer Tipp, weil das Klangerlebnis ist fantastisch. Sie kriegen übrigens bei den letzten drei Anlagen, inklusive dieser hier, auch eine Software noch mal mit dazu, womit Sie Ihre digitalen Aufnahmen dann noch mal bereinigen können. Da können Sie das Knistern von den Schallplatten wegnehmen, würde ich niemals machen, weil das ist ja gerade der Zauber davon. Oder das Rauschen von Kassetten. Das ist wirklich kinderleicht. Die Software kriegen Sie umsonst mit dazu. Hier haben wir eine richtig tolle Anlage. Und Ralf, ich habe die bei dir auch gesehen. Gerade wenn die so auf dem Regal steht, die sieht richtig klasse aus. Wir haben Holzboxen hier. Und natürlich hier diese wunderschöne Anlage, die natürlich auch richtig Wumms hat. Mit der können Sie auch große Räume richtig gut beschallen, eine Party machen. Und hier haben wir auch wieder diverse Möglichkeiten, Sachen abzuspielen. Sie sehen schon, hier oben haben wir einen Schallplattenspieler.
Wir haben ein Kassettenfach an der Seite, wir haben CD, wir haben DAB Plus Radio, normales Radio, wir haben MP3 und wir haben Bluetooth. Also alles, was das Herz begehrt. Und hier können Sie sogar auch wieder Ihre Schallplatten digitalisieren. Ich mache mal eben die erste Schallplatte hier an. Ich wollte Ihnen das mal zeigen. Lassen wir den Arm runter hier. Und treffen müssen wir. Und treffen müssen wir, ganz genau. Es ist wirklich, macht einfach riesen Spaß. Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich den falschen Eingang genommen. Damit können Sie jetzt ganz prima Schallplatten. Das ist ein gutes Lied. Ich glaube, ich habe den falschen Eingang. Ich gehe mal nach vorne. Sie sehen, das ist die beste Qualität. Ein Metallarm hier, der hier Ihnen eben diese Musik gibt. Und dann eben haben wir hier tatsächlich besten Klang zu allen. Also ich liebe diese Anlage. Ich muss sagen, ich mache gern, ich nutze gerne meinen Sonntagmittag und hole meine alten Schallplatten raus. Und dann hört man eben auch diese Lieder, die man nicht immer hört, die nicht im Radio sind, die eben auch bei Oldie-Sendern selten gespielt sind. So die B-Seiten von Singles, die ja oftmals auf LPs auch drauf sind. Und gerade bei Elvis gibt es da so viele Lieder. Ich liebe diese Stereoanlage, der ganz einfach. Jetzt hören wir es auf. Der Sound ist der Wahnsinn, das können wir sagen hier. Mit 80 Watt Musikspitzenleistung. Da sehen wir SD-Karte, USB, Digitalisierversion ist, also Möglichkeit ist auch drauf. Und die beinhaltet eigentlich alles, was man sich wünscht. Ich war nur auf der Suche nach einem hochwertigen Plattenspieler. Ja, und ich habe diese Anlage dann damals bei uns zum ersten Mal entdeckt, habe ich gesagt, die will ich haben. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Ja, es macht einfach Spaß, wieder diese alte Musik zu entdecken, aber eben auch moderne Medien zu hören. Das heißt, da können wir wirklich alles abspielen, Bluetooth, MP3s. Und das ist eben nicht nur aus der Vergangenheit, sondern aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart alles abspielen. Ich wüsste nicht, was man hier nicht abspielen könnte, außer vielleicht die großen Tonbandspulen. Es ist ein Schmuckstück, was Ihnen fantastischen Sound liefert. Wir sitzen hier im Studio und hören mal den ganzen Sound. Ich hoffe, das kommt einigermaßen rüber im Fernsehen. Hier sehen wir die verschiedenen Modi, die wir haben. Auch wieder mit DAB, mit CD, mit USB. Alles abspielen und Sie können es auch wieder ganz einfach digitalisieren und dann einfach mitnehmen. Weißt du, allein wenn wir jetzt wieder das Kassettendeck gesehen haben, alle drei Stereoanlagen, die wir gesehen haben, haben ein Kassettenfach drin und versuchen sogar heute eine Stereoanlage zu kaufen, wo noch ein Tape-Deck, so hieß es ja früher, mit integriert ist. Fast unmöglich. Hier ist es mit und Sie können natürlich diese Tapes jeweils auch digitalisieren, retten für die Ewigkeit. Die Optik spielt zuletzt für mich natürlich auch noch eine Rolle, ja. Und es sieht einfach auch toll aus, diese tolle Front, die Holzboxen und der Sound. Ich hoffe, es kommt einigermaßen bei Ihnen jetzt hier rüber. Ist wirklich fantastisch. Ich meine, die hat doch wirklich genug Wumms, um eine richtige Party zu machen hier. Da brauchst du keine externe Stereoanlage mit. Die ist perfekt fürs Wohnzimmer, vielleicht auch mal abends. Einfach mal das Tanzbein schwingen im Wohnzimmer, ne? Oder eine schöne Klassik-CD auflegen oder. Weil hier sind die Möglichkeiten wirklich grenzenlos mit dieser Anlage. Sie sieht super schick aus, hat einen irren Klang. Auch mal hier für Popmusik, ganz moderne Sachen kann man damit hören. Und dann geht die Party los und man kann sich nicht mehr halten. Ist wirklich so. Wenn die Musik stimmt, dann hat man auch bessere Laune irgendwie, ne? Ja, Sie können sich diese Party nach Hause holen für gerade mal 265,99 €. Und glauben Sie mir, diese Anlage ist jeden Cent wert. Die Bestellnummer ist die ZX1811 und die 569. Und jetzt muss ich mal Diana fragen. Diana, du tanzt so bei jedem Lied mit. Was ist deine angesagte Musikrichtung im Moment? Ehrlich zu sein, ich höre, ich glaube, alles. Wirklich. Ja. Ich mag alles. Retro, sowas auch. Also wirklich, ich liebe Musik. Mit Musik mache ich alles. Und diesen Gerät finde ich wirklich wunderbar, dass wir haben wirklich nach jeder Geschmack Musik wählen. Ja, natürlich zum Beispiel für meine Kassette. Von meinen Märchen, natürlich wahrscheinlich von meinen Eltern noch Plattenspieler. CD habe ich auch gerne gehört. Ich habe noch meine Kollektion zu Hause. Und natürlich diese USB-Stick, wirklich super. Und Klang gefällt mir, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Die klingt richtig gut. CD-Spieler ist auch so eine Sache. Wer hat denn noch einen CD-Player?
Niemand hat mehr einen CD-Player, man hat noch seine Bluetooth-Box. Aber glauben Sie mir, das ist richtig guter Klang hier. Das ist keine krächzende Bluetooth-Box. Das ist eine richtige Hi-Fi-Anlage hier, mit der Sie alles abspielen können. So, und jetzt sage ich Ihnen noch mal die Bestellnummer. Das ist die ZX 18 11 und die 569. Eine Kompaktanlage, die wird Ihnen sehr, sehr viel Spaß machen. Für gerade mal 265,99 €. Und mit all unseren Geräten, die wir hier jetzt in der Sendung haben, ist es kein Problem. Kassetten und auch Schallplatten auch zu digitalisieren. Und jetzt schauen wir uns einfach mal, weil es ein bisschen schnell ging, die vier Produkte an, die wir in dieser Sendung hatten. Und Ingo, begonnen haben wir mit einem Kassettenrekorder, so wie er in den 70er Jahren schon ausgesehen hat, aber eben mit dem gewissen Etwas. Der nicht nur so aussieht, wie früher die Kassettenrekorder ausgesehen haben, der fühlt sich auch so an. Der hat richtig mechanische Tasten, aber Sie können nicht nur abspielen, Sie können auch aufnehmen und Sie können auch auf USB-Stick aufnehmen. Das ist das Tolle. Sie digitalisieren hier Ihre Kassetten. Ganz, ganz einfach und das zu einem Spitzenpreis. Ja, zum bezahlbaren Preis, wie ich finde, 41,79 €. Für diesen Kassettenrekorder mit Digitalisierer und MP3-Player notieren Sie bitte die Bestellnummer ZX 18 17 und die 569. Und denken Sie vor allem auch über die, an die vielen Hörspielkassetten, die bei mir in der Familie mittlerweile in der dritten Generation gehört werden. Aber die Musikkassetten haben irgendwann mal ihre Arbeit getan. Und bevor sie, ich sage jetzt mal, nicht mehr hörbar sind, sollten Sie diese digitalisieren, dass vielleicht auch die vierte, die fünfte oder die sechste Generation noch in den Genuss kommt von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen und vielen anderen mehr. Dann ging es weiter mit dieser Kompaktanlage. Hier sind wir jetzt nicht nur bei Musikkassetten und Schallplatten, sondern wir haben noch ein paar Zusatzfeatures. Ja, Kassette, Schallplatte, Radio, MP3 vom Stick. Ganz, ganz einfach können Sie hier alles abspielen. Alles ist in dem Gerät drin. Auch die Boxen sind mit drin, damit Sie das gleich hören können alles. Und Sie können alles digitalisieren. Das ist das Tolle hier, dass Sie Ihre alten Schätze jetzt einfach digitalisieren können und quasi für die Ewigkeit mitnehmen können. Ja, für 59,99 €, wie ich finde, bezahlbar. Ein kleiner Tipp noch, natürlich, Ingo hat gesagt, Lautsprecher sind schon integriert. Das sind kleine Kontrolllautsprecher. Wenn Sie es richtig hören wollen, hinten haben wir einen Stereo-Cinch-Ausgang, schließen Sie es an Ihre vorhandene Stereoanlage an und dann haben Sie den richtigen Genuss. Hier ist die Bestellnummer, die ZX1762 und die 569. Und unsere nächste Stereoanlage, die wird noch ein klein wenig moderner. Noch ein klein wenig moderner, ist leicht untertrieben. Wir können jetzt hiermit sogar DAB Plus Radio hören und haben noch die CD dazu getan. Sie haben mit Sicherheit noch CDs. Vielleicht haben Sie kein Abspielgerät mehr. Hiermit kann man das alles ganz einfach digitalisieren. Alles ohne Computer übrigens. Und Kassette natürlich auch. Es ist an alles gedacht und ein hervorragender Plattenspieler auch noch. Die Boxen sind perfekt natürlich hier auch für kleine Zimmer, für mehr nicht, für Kinderzimmer, für Küche, vielleicht fürs Esszimmer. Holen Sie sich diese Anlage, wenn Sie digitalisieren wollen und so viele Möglichkeiten suchen. Ja, sie ist beschrieben mit 5 in 1, aber eigentlich ist es viel mehr. Musikkassette, ja. Schallplatte, dann USB-Stick, SD-Karte, die CD, die Radios, die Digitalisierversion, DAB Plus Radio. Bluetooth-Fähigkeit, ich weiß nicht, wie viel waren das, 7, 8, 9, 10, spielt keine Rolle, der Preis bleibt der gleiche, 128 €. Und auch hier haben wir einen Stereo-Cinch-Ausgang, der eben den Anschluss an eine große Stereoanlage ermöglicht. Die Bestellnummer ZX3161 und die 569. Und dann kommen wir natürlich zu meiner persönlichen Highlight, kein Wunder, ja. Ich habe die zu Hause stehen. Ja, eine Anlage, die perfekt ist, da ist alles mit drin, alles mit dran. Natürlich DAB Plus, natürlich UKW-Radio, natürlich Schallplatte, Kassette, MP3, CD, Sie können alles mit abspielen, Bluetooth natürlich auch und auch alles digitalisieren hier in einer ausgesprochen edlen Form und vor allem mit super Klang, der auch für große Räume reicht. Damit können Sie eine richtige Party machen, SD-Karte kann er auch noch abspielen. Also ich weiß nicht, was man hiermit nicht abspielen kann. Eine ganz fantastische
Stereoanlage, die Ralf getestet ist und Ralf approved ist. Ja, Ralf gut befunden ist, das kann ich sagen. Und auch all meine Gäste, wenn wir mal wieder zur Musik hören, zum Schallplatten hören kommen, sind begeistert von der Tonqualität, von der Klangqualität und von der Vielfalt der Möglichkeiten. Die Bestellnummer ist die ZX1811 und die 569, der Preis gerade mal 265,99 €. Und denken Sie dran, das sind wirklich die alle Abspielmedien der letzten 30, 40, 50, 60 Jahre mit drauf und vor allem auch an die Zukunft gedacht, gerade mit Bluetooth-Fähigkeit und DAB+. So, und wenn Sie jetzt noch Schallplatten oder Musikkassetten zu Hause haben, dann bin ich mir sicher, dass Sie jetzt die richtige Gerätschaft für sich selber entdeckt haben, ob das zusätzlich ist oder nur zum Digitalisieren oder natürlich dann eine High-End-HiFi-Anlage. Gehen Sie auf jeden Fall jetzt ans Telefon und nutzen Sie die TV-Sonderpreise.